habe hier gerade etwas. Gesehen, was ich mir anschauen will. Das habe ich mir fast gedacht. So, nicht, dass hier auf der anderen Seite von diesem ollen Ding hier auch noch eine liegt. Das hätte ich mir nämlich fast schon denken können. So, aber ich will das hier unten erstmal auch fertig kriegen. Er war ein gebrochener Mann, hat geflint. Erbärmlich. Und was soll das mit der roten Maske eigentlich? So, hier unten kann ich auf jeden Fall erstmal auch wieder rein. Oh nein. Scheiße. Oh, wie soll ich denn das da drinnen anstellen, bitteschön? Was zum... Warum ist alles so dunkel? Sterben wir? Das tun wir besser nicht, Bruce. Scheiße, wie soll ich das da drinnen anstellen? Ich habe gerade irgendwie keine Idee, wie ich das am besten mache. Ich glaube, mit lautlos ausschalten und so, das kannst du knicken da drinne. Das funktioniert nie im Leben. Aber ich habe an dem Teil auch keine Stelle, von der aus ich hier mit dem Bettmobil agieren könnte. Wenn wir die Fledermaus fangen, können wir ruhig etwas Spaß haben, bevor wir ihn abliefern. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Gesehen, wie das Ding eingeflogen wurde. Keine fünf Minuten nach der Landung hat es einen Haufen Drohnen zerdeppelt. Komm raus! Du wirst uns anfehlen, sterben zu dürfen!
einzutreten. Der Pinguin sucht immer nach neuen Rekruten. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Ich frage mich, wer wirklich hinter diesem Visier steckt. Denkst du, er kannte Batman? Ich muss noch einen Spielzeugladen ausräumen. Ich habe meinem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. Hat die Fledermaus diese Penner vom Arkham Knight schon verprügelt? Weg hier! Los! Sag ja nur, wenn er antritt, hat er meine Stimme. Pass auf, Luther tritt nicht an. Und selbst... Das zu fassen. Ich war in Black Age im Asylum und in Arkham City. Hab Batman nie zu Gesicht bekommen. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte wohl einfach Glück. Sieht so aus, als läge es hier... Ich werde die Checkpoints der Miliz aufspüren und ausschalten. Das ist meine Stadt. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, ich habe es geschafft. Ich hatte es eigentlich... Ich hatte es eigentlich anders vor, als ich es gemacht habe, aber ja, mein Gott. So, ich muss noch einmal irgendwo nach Miyagani. Wo lang? Ach, da. Der elende Bettpanzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Fühlt sich an wie ein Schlag von einem Gorilla.
Also wie gesagt, ich hatte das eigentlich ein bisschen anders vor. Ich wollte eigentlich die Wand runterlassen und erst dann mit dem Bettmobil alles zerstören. Aber dann, mein Gott, ich hatte das Geschütz halt gehackt und ja, ne? Wer kontrolliert jetzt die Miliz, wenn der Knight weg ist? Hat halt auch so funktioniert, ne? So, und hier ist irgendwo der definitiv letzte... Scarecrow zieht das an Halloween durch. Schätze, er hat doch ein bisschen Humor. Miliz-Checkpoint. Ist das der hier? Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Ne, hier sind die Dings runter. Das ist die scheiß Fledermaus! Ist hier oben vielleicht noch eine Riddler-Trophäe? Oder leuchtet das hier einfach nur so grün? Muss ziemlich langweilig sein, darauf zu warten, dass dein Bewusstsein sich in nichts auflöst. Wie wär's, wenn wir so lange etwas Zeit und Bösewichte totschlagen? Hier vielleicht. Oh, guck mal. Hui, das ist nicht süß. Ich habe schon ewig nichts mehr von Beaks gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden. So, wo ist... Ich bin doch jetzt noch auf Miyagani, oder? Ja. Wo könnte jetzt der Miliz-Checkpoint sein? Jetzt eine schöne Sucharie hier. Ja, hab mal gegen Batman gekämpft. Hat mir den Arm an drei Stellen gebrochen. Aber ich denke, dass der Blitz niemals an einer Stelle zweimal einschlägt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Vandalieren. Mir war es, als ob ich gerade irgendwas Grünes gesehen habe hier unter. Komm schon, den kriegen wir gleich. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, da war ich schon drin. Muss ich ja. Flug der Fledermaus. Das ist eins von den Rätseln, die ich machen musste, um Catwoman zu befreien. Irgendwie ein Rennen oder sowas wird das wohl gewesen sein. Deswegen brauche ich da nicht weiter gucken. Die Fledermaus muss endlich sterben, kaum zu fassen, dass sie noch keiner ausgeschaltet hat. Deswegen suche ich jetzt nochmal ein bisschen weiter nach dem Miliz-Checkpoint hier. Ach, da wird schon noch irgendwer in Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Ansonsten gibt's einfach Dresche. Ah, ich glaube, da vorne ist er. Oder? Oder habe ich mich jetzt gerade verguckt? Ah, scheiße, ich glaube, ich habe mich verguckt. Meinst du, es ist hier draußen wieder sicher?
Ja, ich habe ihn gefunden. Okay, dann gucken wir uns das mal an hier. Hier jetzt nicht. Sieht so aus, als wäre es jetzt ein Scarecrow. Das könnte klappen. Naja, verpisst euch. Von hier aus vielleicht. Einfach reinballern hier. Ist mir egal, ob das Gas weg ist. Batman hat den Kampf noch nicht gewonnen. Ich guck einfach mal, ob da jetzt noch irgendwer übrig ist. Nee, sieht nicht so aus. Ich muss noch einen Spielzeugladen ausräumen. Ich habe meinem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. So, das war dann auch gleich erstmal der letzte. So, wo... Welcher hatte denn jetzt das blöde Ding hier? Ah, da. Batman, du bist schwer zu töten. Erinnert mich an diesen Guerillakämpfer, der unsere Basis in Tropidor überfiel. Irgendwann haben wir ihn erwischt, seinen Kopf an die Wand genagelt. Letzte Chance, Slate. Verlasse Gotham. Jetzt. Das sehe ich anders. Du hast meine Checkpoints beseitigt, gut. Aber die Stadt ist vermint und die Wachtürme haben den Himmel über Gotham abgeriegelt. Oh, sag es nicht, der hat hier neue Wachtürme hingestellt. Oh, Mann, der Typ geht mir auf den Sack. Ich werde nach Azraels brennendem Bat-Symbol suchen und seine Prüfungen fortsetzen. Oh, hier gibt es echt noch 20 Riddler-Trophäen. Sprich nur in diesem Gebiet. Was ist das hier? Im GCPD gibt es noch 2 Rätsel. Aha. Was ist das? Warte mal. Ich fahre mal zum GCPD. Oder fliegen, wie auch immer. Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Und mach mal eben die Rätsel im GCPD fertig. Konnte ich nicht? Nee, ich glaube, durch die Tür kann ich gar nicht rein, ne? Ich muss unten durch. Immer dran denken, wenn ihr
Oder kann ich hier doch irgendwie normal durch eine Tür gehen, wie jeder normale Mensch auch? Nee, kann ich nicht, ist ja klar. Ich bin ja auch kein normaler Mensch, ich bin ja auch Batman. Ich brauche eine Extrawurst. Nichts. Was auch immer er gerade treibt, glücklich ist er vermutlich nicht. Das kannst du laut sagen, Ivys Pflanzen saugen das Toxin schneller runter als ein Betrunkener ein Fass Bier aus. So, jetzt interessiert mich aber echt mal, was das... Och nee. Ausblenden. Ausblenden. So, das ist... einen anderen aus einem früheren Leben gleich, wozu eine Hand, wenn ein Haken auch reicht. Oh, das muss ich mir den Weg hier erstmal durchbahnen irgendwie. Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Du stirbst bereits die ganze Nacht und weißt es bloß nicht. Hä? Ja, spiel die Aufnahme auch ab. Er spielt die Aufnahme nicht ab. Egal. Dann gucken wir erstmal hier hinten. Karte. Oh, ich stehe falsch. Hä, wieso Giftkelch? So, gibt's hier drinnen jetzt überhaupt noch eins? Ja, eins ist hier irgendwo noch. Und ich würde mal fast vermuten, dass das irgendwie... mit der Aufnahme zusammenhängt, aber ich kann die nicht abspielen. Lamm auf der Schlachtbank. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzerpreis gibt. Okay, war vielleicht bloß die Aufnahme verbuggt oder so? Also hier das Abspielen der Aufnahme. Und dann fahren wir mal zur Lady of Gotham. Quasi die Freiheitsstatue von Gotham City. Gott, da kann ich auch hinfliegen. So, das geht viel schneller hier.
lieben Brüder, wir versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Er, der unsere Leben mit Licht erfüllte, als wir von Dunkelheit umgeben waren. Er, der es auf die Erde regnen ließ, wenn wir nach Wasser lechzten. Er, der die Sünder uns... Na, die schalten wir da aus, da unten, alle Mann. Fangen wir mal an, einfach auf, Bumme rein da. Die uns vernichten wollen. Seele mit süßer Nadel schützen. Wer wagt, das Ritual zu stören? Batman, bist du das? Hol mich hier raus! Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Erschlagt ihn sofort. Nein! Schnell, die Zeit für das Ritual rückt näher. Was ist dir gemacht, Batman? Erfänge ihn! Das war jetzt einfach nur blindes Draufgekloppe. Feiglinge, allesamt. So, jetzt wollen wir einmal das Teil hier wahrscheinlich. Ihnen mangelte es an Glauben, Batman. Mir nicht. Ich kenne die Wahrheit. Sieh, wie die Maschine seine Kehle durchtrennt. Und ich in Unsterblichkeit bade. Und ich nicht, bitte. Schweig. Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Ich werde noch da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Spar dir deine Reden. Ging's nicht schneller? Kleiner Scherz. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman. Deine Story. Ich nehme dich mit zum GCPD. Okay, das ging jetzt ja mal schön schnell. So mag ich das. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht zu sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Betsy? Weil ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Salzsäure im Weihwasser. Du bist so ein Bastard, Joker. Hey, es ist noch nicht vorbei. Die Nacht ist noch jung. Wir haben noch jede Menge Zeit, diesen Freak um die Ecke zu bringen. Du hast recht. Mein Bewährungshelfer sagt auch immer, dass ich viel zu negativ bin. Mal kurz gucken, ist hier noch eins? Ja, eins ist da noch versteckt, das will ich unbedingt noch haben.
Die scheinen einen ganz guten Bautrupp hier zu haben. Weil so oft wie ich hier die halbe Tiefgarage schon kaputt gemacht habe, dürfte da eigentlich nichts mehr stehen. Hier ist nichts. Alle glauben, dass Ivy tot ist. Ich glaube das nicht. Sie kann Pflanzen mit ihren Gedanken kontrollieren. Was, wenn sie gar keinen Körper braucht, sondern in einer Pflanze leben kann? Krasser Gedanke, oder? Ist eine interessante Theorie. Du hast bloß so lange überlebt, weil er das so möchte. Du stirbst bereits die ganze Nacht und weißt es bloß nicht. Du fragst dich sicher, wo die Verbindung zu Lady Gotham ist. Es gab offenbar einen Blackfyre, der den Miagani nahestand. Sein Name kommt in Stammesgeschichten vor. Er wurde mit Pfeilen gespickt und in eine Höhle gesperrt. Du willst wissen, wo die Höhle sein soll? Halt dich fest. Direkt unter Lady Gotham. Die Ironie ist unserem Prediger wohl nicht entgangen. Cash hat die Fingerabdrücke des Kerls geprüft. Er hat eine Vorgeschichte. Steuerhinterziehung, Betrug. Eine Akte stammt aus den 20ern. Cash vermutet einen Fehler. Ein Teil von mir wünscht sich, dass Blackfyre die Wahrheit sagt. Wir alle wollen glauben. Leider ist er auch nur ein Schwindler. Okay. So, hier ist das Rätsel dann wahrscheinlich nicht. Das Geschäft läuft gut, wenn Batman sterben muss, müsste eine Söldner... Oh! Irgendwas mit einer Söldnerakte. Ich muss hier nochmal raus und nochmal rein. Oh, das wird immer zu kurz eingeblendet. Steht ganz oben auf der Liste. Aus welchem Höllenloch bist du denn entstiegen? Objekt außer Sichtweite? So, das war nämlich das Rätsel von Deathstroke. Es werde Licht, Diakon! Billiges Feuerwerk. So, dann dürften wir aber auch nichts mehr übrig haben hier, ne? Nee. Hier haben wir gar nichts mehr. Im GCPD. Der Neid war schwach. Er hat versagt. Wir werden das nicht. So, bevor es aber losgeht, Freunde, mache ich jetzt hier den Cut. Session ist jetzt schon lang genug. Ich hoffe mal, dass ich das in halbwegs vernünftige Parts geteilt kriege. Aber werden wir ja sehen, dann wird es halt mal ein bisschen unterschiedlich lang. Ist auch egal. Hier sage ich jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr seid so bei den nächsten Folgen auch noch mit dabei. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann, ich verabscheue mich.